Fortnite, willst du mich eigentlich verarschen? Ich gebe mir jeden Abend um 2 Uhr die Mühe, ein Sharp-Video zu machen. Und dann denkt ihr euch einfach so mitten am Tag, oh komm, lass mal einen neuen Sharp machen. Mitten am Tag. Auch noch mit Weekend Expert drin. Leute, was soll das? Alter, das geht nicht. Ich habe vorhin in meinem Pool gechillt. Da kommt neuer Shop. Ich kann doch nicht 24/7 Shop-Videos machen. Also, denkt dran, nächstes Mal macht ihr das abends, wenn ich auch da bin. Okay, Leute? Ja, habt ihr das verstanden? Danke. So, Leute, let's go mit dem Video. Ab dafür. So, Leute, nachdem ich jetzt gefitfingert habe, mir hier die Seele aus dem Leib gelabert habe und erst am Ende gemerkt habe, dass ich gar nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt hatte. Das was an dieser Stelle komplett. So, nachdem Fortnite mir auch eins reingewirkt hat mit, wir machen mal Shop mitten am Tag. Fenexus hat ja sonst nichts zu tun. Kommt jetzt hier der Shop zum zweiten Mal. Jetzt, glaube ich. Ja, komm. Finsterbomber, 1200, nicer Skin. Jeder kennt den. Ich meine, da muss man nichts mehr sagen dazu. Sieht fresh aus, kann man nichts sagen für 1200. Dann Donnerross. Soundtechnisch sehr nice, 800 würde ich sagen, hätten auch gereicht für die Pickaxe. So, dann hier noch der Gleiter dazu für 500. Wie gesagt, 500 ist echt kein Preis dafür, kann man sich echt holen für 500, kann man nicht meckern. So, dann hier kommen wir zu diesem Monstrum von Skin, 1500 mit dem Backbling. Alter, das ist echt so ein fettes Ding, da kannst du auch einfach mit dem Auto über die Map fahren, da siehst du genauso viel. Ne, Spaß, aber wer, also 1500, wer ihn mag, kann sich holen, aber ich finde ihn einfach viel zu riesig, keine Ahnung. Dann Doppelzapfer, 1200, ja. Soundtechnisch kann man auch nicht meckern. Wem es gefällt. Hier die Tarnung, Slurf-Tarnung für 300, sieht sehr, sehr nice aus. Für 300 kann man echt da nicht meckern. So. Dann zu dem heißgeliebten Speerveteranin oder Recon Expert. Für die Leute, die den hatten als OG-Skin, die werden jetzt ziemlich angepisst sein und ziemlich böse auf Fortnite sein, weil die den einfach mal so mitten am Tag reinbringen. Und ich dann kann ein Video machen wieder. Ja, für 1200, ich werde jetzt noch 2000 fragen können, da wäre trotzdem noch weggegangen. Aber kann man nichts sagen, also ja, warum nicht? Wenn Fortnite der Meinung ist, sie müssen mit dem auch noch ein bisschen Geld machen, sollen sie das gerne machen. Es sieht doch nice aus, der Skin. So, weiter. Sintor, ja, der Azubi, den gemacht hat, der wird höchstwahrscheinlich auch keine Beförderung bekommen dieses Mal. Für 1500 finde ich ein bisschen heftig teuer. Also, keine Ahnung, 800 hätten es für das Teil auch getan. Und dann das Blackbing, keine Ahnung. Was soll das überhaupt sein? Keine Ahnung. Egal, weiter. Bionic-Sichel für 500. Sound ist nice, Preis okay. Let's go, weiter. Gute Laune. Ah, ich glaube, jeder kennt den. Wer den noch nicht hat für 500, kann man sich auf jeden Fall holen. Sintor, Spur, ja, diese Kondensstreifen bei dem Fallen. Finde ich nice, dass das auch mal im Shop ist. Für 400. Keine Ahnung. Ist das teuer, ist das nicht teuer? Wer holt sie, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wer sich die holen würde für 400. Würde mich echt mal interessieren. Dann so die Rächerin. Finde ich ganz okay. Ganz nicer Skin, finde ich. Bis auf die Haare finde ich persönlich jetzt nicht so der Burner. Aber sonst an sich finde ich den Skin auch ganz okay. Auch das Backbling ist auch noch ganz okay. Also kann man sich echt nicht beklagen dafür. Ja, und dann Deckeltritt, Leute. Wer den nicht hat... Leute, wenn ihr den Kick in der Lobby hinkriegt, seid ihr einfach der Boss. Einfach der Boss. Ihr müsst den haben. Dann seid ihr der Boss. Seht ihr, guck, ich schaffe es zweimal hintereinander, Alter. Ich fühle mich gerade wie der überkrasse Player. Ihr müsst euch den einfach holen. Für 200 müsst ihr euch den einfach gönnen, Alter. So, und dann weiter hier. Shadow Rebel, das Paket. Also, das war, was heißt hier Paket? Aber fünf aussehbare Stile mit Backbling. Finde ich persönlich jetzt 1500 ganz okay, den Preis. Ich feiere den Skin nicht, aber... Wer den feiert für 1500, finde ich ganz okay den Preis. So, Leute. Nicht vergessen, wenn ihr mich kostenlos unterstützen wollt, tragt gerne meinen Creator-Code ein.
Phenexius auf Ehrenbruderbasis. So. Ich wünsche euch was. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschimmel.